sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe trauernde Angehörige, liebe Schwestern und Brüder, die Sie so zahlreich hier versammelt sind, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst. Wir nehmen Abschied von unserem Bruder Wolfgang Witzgall, Domvikar Monsignore, den Gott so schnell, so überraschend aus unserer Mitte zu sich gerufen hat. Der Tod stellt immer seine Fragen. Er stellt seine Fragen an uns Lebende. Und ganz besonders dann, wenn er so plötzlich eintritt. Und er erschüttert uns, wenn er so plötzlich eintritt. Ganz besonders Sie, die Sie ihm nahe standen, unsere Verstorbenen, Sie sind erschüttert. Aber viele, die von seinem Tod erfahren haben, haben das auch zum Ausdruck gebracht. Das ging aber schnell. Und doch bin ich überzeugt, dass unser lieber Verstorbener festen Halt hatte und bereit war, bereit vor seinen Herrn zu treten. Auch wenn er nicht davon vielleicht groß gesprochen hat, aber mit Blick auf sein Leben können wir das, denke ich, wahrnehmen. Und aus diesem Halt wollen wir nun auch in dieser Stunde des Abschiedes trotz allen Schmerzes Hoffnung schöpfen, Trost empfangen, Ermutigung zum Weiterleben. Wenden wir uns daher voll Vertrauen an unseren Herrn Jesus Christus, den wir den Herrn unseres Lebens nennen, und bitten wir ihn um Erbarmen. Lasset uns beten. Gnädiger Gott, erhöre unsere Gebete für den verstorbenen Priester Wolfgang Witzgall. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und uns das Brot des Lebens gereicht. Belohne seinen treuen Dienst und nimm ihn auf in die Gemeinschaft deiner Heiligen im Himmel.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonik. Schwestern und Brüder, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und es gibt kein Entrinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Sei Gott. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei
kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Sagte, dass er völlig unvorbereitet gewesen wäre. Seine Erkrankung war eine ernste und die Behandlung war anstrengend. Und sicher hat sich unser lieber Verstorbener während dieser Zeit auch so seine Gedanken gemacht und sich auseinandergesetzt mit dem Gedanken der Begrenztheit des eigenen Lebens. Selbst wenn er nicht groß davon gesprochen hat. Doch die letzten Signale, Sie haben es mir erzählt, sie waren positiv. Es gab deutliche Fortschritte. Und der medizinische Befund klang beruhigend. Alles in Ordnung. Friede und Sicherheit geht von einer solchen Botschaft aus. Schon vor einigen Wochen, bei einem letzten Telefonat mit ihm, sagte mir Signore Witzkal, dass es ihm eigentlich doch ganz gut gehe, zumindest immer besser gehe, dass er eigentlich ganz zuversichtlich sei. Wie ein Dieb in der Nacht, so kam dann der Tod über ihn und hat uns alle völlig überrascht, vor allem sicher auch ihn selbst. Umso tröstlicher ist es, dass sein Kurskollege Professor Ottmar Fuchs, der auch unter uns ist, ihm noch die Heiligen Sakramente spenden konnte als Trost und Stärken. Denn unser lieber Verstorbener, Monsignore Wolfgang Witzkal, war ein tief glaubender Mensch. Wenngleich der Tod bei ihm wie ein Dieb in der Nacht kam, so gilt doch für ihn, was der Apostel Paulus in der Lesung an die Gemeinde von Thessaloniki geschrieben hat. Ihr lebt nicht im Finsternis, ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Der lebendige Glaube schenkte unserem Verstorbenen eine bleibende Wachsamkeit, ein ausgestrecktes und ausgerichtetes Sein auf die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Ich selbst habe Wolfgang Witzkal kennengelernt, als er Kaplan in Nürnberg St. Martin war und mir damals als Schüler der 7. Klasse des Melanchthon-Gymnasiums ein ganzes Jahr lang Religionsunterricht erteilte. Ich muss sagen, dass ich dieses Jahr in sehr guter Erinnerung habe, weil die gläubige Haltung unseres Lehrers tief war und zugleich lebensnah und geerdet. Ich habe ihn als bodenständigen und überzeugenden Priester kennenlernen dürfen und ich bin mir sicher,
dass es vielen, vielen Menschen ähnlich ergangen ist, die ihm auf den unterschiedlichen Stationen seines Wirkens begegnet sind. An seiner ersten Kaplanstelle, die er ja ziemlich lange innehatte in Cheswitz, bei seiner 11-jährigen Tätigkeit als Militärpfarrer in Hammelburg, eine Zeit, die ihn ganz besonders geprägt hat, wie sie mir erzählt haben. Als Domvikar und Direktor der Bildungshäuser von 14 Heiligen über 25 Jahre seit 1992. Sehr wichtig war ihm in dieser Zeit besonders die Begegnung mit den vielen Pilgerinnen und Pilgern, von denen er vielen auch noch in seinem Ruhestand, nach seinem Ruhestand im Jahr 2017 verbunden. Und gerne hat sich Monsignore Witzgerl auch für die Männerseelsorge engagiert, als Diözesan Männerseelsorger und geistlicher Beirat sowie als Landespräses der katholischen Männergemeinschaften in Bayern. Unser emeritierter Erzbischof, der lange Jahre für die Deutsche und Freisinger Bischofskonferenz im Bereich der Männerseelsorge zuständig war, bat mich an dieser Stelle in seinen Namen ausdrücklich für diese Tätigkeit unserem lieben Verstorbenen Dank auszudrücken, was ich hiermit auch gerne tue. Die wenigen Jahre im Ruhestand halten Monsignore Witzgerl hier in seiner Heimat seelsorglich aus, solange es die Gesundheit möglich macht. Über 50 Jahre hat sich unser lieber Verstorbener als Priester für die Menschen Erzbistum Bamberg und weit darüber hinaus, insbesondere eben für die Wallfahrer und die Soldaten, eingesetzt. Ich will ihm im Namen unserer Erzdiözese von ganzem Herzen danken für diesen großartigen Einsatz. Möge ihm der ewige Gott alles Gute lohnen, was er gewirkt hat, und möge ihm alle Schuld vergeben. Wolfgang Witzgerl war ein herzlicher und leutseliger Mensch und Priester. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihm begegnen durfte. Und ich weiß, dass es vielen so ging. Wenn man sah, er ist da, hat man innerlich sich gefreut und zu lächeln bekommen. Er war gerne unter Menschen. Und viele fühlten sich wohl in seiner Nähe. Er war ein väterlicher, großväterlicher Freund. Und so weitete sich seine kleine, persönliche Familie, die nach dem Tod seiner Schwester vor kurzem noch kleiner geworden ist, sie weitete sich hin zu den Menschen, die ihm nahe standen und denen er sich verbunden fühlte. Und dabei möchte ich ausdrücklich nennen, Sie, Frau Mohr, die sie jahrzehntelang unsere lieben Verstorbenen begleitet und versorgt haben. Und ich nenne Sie, liebe Frau Goller, die Sie mit Ihrer Familie in Wolfgang Witzgerl einen solchen väterlichen Freund gefunden haben. Unser lieber Verstorbener mochte die Menschen und er kannte die Seinen. In der Nachfolge des guten Hirten Jesus Christus, der im Evangelium die Zusage macht, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Möge der Herr, dem Wolfgang Witzgerl so treu gedient hat, nun an ihm erfüllen, was er in seinem Evangelium versprochen hat. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Niemals werden sie zugrunde gehen, niemand wird sie meiner Hand. Möge der Herr ihn in die große Gemeinschaft der Heiligen führen, wo nur noch Licht ist und kein Finsternis mehr. Und möge er uns die Kraft geben, auch einander zu trösten und aufzurichten, solange wir hier auf Erden unterwegs sind, in der Gemeinschaft der Glauben.
Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus beten. Er ist der gute Hirte, der die Seinen kennt, sie mit Namen ruft und sogar sein Leben für sie gibt. Zu ihm rufen wir: Christus, höre uns. Christus, höre uns. Schenke unseren lieben Verstorbenen, dem Priester Wolfgang Witzgall, um den du die Gabe großer Herzlichkeit gelegt hast, die Fülle des Lebens bei dir. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Vergilt ihm all das Gute, das er in deinem Auftrag und in deinem Dienst an den Menschen getan hat, und verzeihe ihm alle Schuld. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Erweise dich an seinen Verwandten und Angehörigen als Helfer und Tröster. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Rufe viele junge Menschen in den Dienst der Verkündigung und der Zeugenschaft, als Priester und Diakone, als pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den unterschiedlichen Berufen, als Religionslehrkräfte oder Ordensleute. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Bereite vielen Menschen einen Zugang zur Erkenntnis deiner Weisheit, die sich in der Torheit des Kreuzes verbirgt. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Schenke uns allen Kraft und Zuversicht aus dem Glauben an dich, unseren Erlöser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gütiger Vater, deine Wege sind unerforschlich. Deine guten Hände sind wir geborgen. Du führst uns aus dem Dunkel des Todes ins Licht des neuen Lebens. Dafür sei dir Lob und Dank durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sinking in a gentle pool.
lebendiger Gott, wir bringen unsere Gaben dar, deinen verstorbenen Diener Wolfgang Lietzkers. Gewähre ihm Verzeihung für dieses Opfer, das er so oft mit uns gefeiert hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus,
unserem Diözesanadministrator Herwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Farbe dich unseres Bruders Wolfgang Witzkal, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an, in unserem gleich gewordenen Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Otto, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Und ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, ist ein Gebet des Vertrauens. So wenden wir uns an unseren Gott und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, von dir geht ein Friede aus, den diese Welt uns nicht geben kann. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, aber schau auf den Glauben deiner ganzen Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei immer mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
etwas anderer Weise austeilen, weil ja kein Durchkommen ist. Wir werden zwei Mittelgang durchgehen und schauen, dass wir in die Gernhinein-Kommunion austeilen und zwei Land und danach hinten ins Ohr arbeiten, sodass Sie wissen, Sie können am Platz bleiben und es, wir werden zu Ihnen kommen. Die Mitbrüder bitte ich dann. Seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Barmherziger Gott, wir haben die geistliche Speise empfangen und das Opfer dargebracht für den verstorbenen Priester Wolfgang Hitzkar. Er hat deiner Kirche gedient als der treue Knecht. Darum nimm ihn auf in deine Freude und lass ihn dein Angesicht schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Ich rufe einige Stimme ein auf die sichere Nachricht in die Medikam. Zunächst zum Kapitular von Signore Dr. Josef Sempel. Liebe Barbara, liebe Familie Goller, trauernde Angehörige, liebe Mitbrüder, liebe Trauergemeinde, ich bin immer noch schockiert.
reagiert. Am Montag vergangene Woche haben wir von Wolfgang die Einladung erhalten, das monatliche Kosttreffen soll vergangenen Freitag hier in Schneckenhohe stattfinden, bei Ihnen. Und am Mittwoch kam von Ottmar die Nachricht, er hat ihm im Lichtenfelser Krankenhaus Sterbesakramente gegeben, Wolfgang ist von uns gegangen. Statt am vergangenen Freitag in launiger Runde beisammen zu sein, wie wir das seit über 50 Jahren in unserem Kurs pflegen, sind wir jetzt heute zusammen zum Abschied. Es bleibt in der Erinnerung ein großer Dank für eine vertrauensvolle Freundschaft über so viele Jahre. Ich kenne den Wolfgang seit 65 Jahren, seit Otternianer, seit Schülerzeit. Es kam die Zeit im Priesterseminar, die Zeit seiner Kaplanszeit in Czeszów mit dazu, wo er so viele Dinge initiiert hat, einen neuen Schwung in die Jugendarbeit, in das Pfarrgefühl insgesamt mit hineingebracht hat, in die Seniorenarbeit, Kilianefest, Pfarrfest, Plauderstündchen, das existieren heute auch noch. Und wir danken ihm auch für die Impulse, die er uns von Nürnberg her gab oder aus seiner Militärseelsorge in Hamburg und schließlich für die vielen Jahre im 14 Heiligen, mir ist ganz besonders in Erinnerung, wie er sich darum gekümmert hat, dass zu unserem 40-jährigen Priesterjubiläum der Bischof Lossol von Oppeln kommen konnte und uns eindrucksvolle Exerzitien gehalten hat. Und ein Gehörtes hinein, dass wir nicht bloß miteinander gefeiert und gelacht und fröhlich waren, sondern dass wir auch in diesem Kreis vertrauensvoll Sorgen, Fragen, auch Krankheiten besprechen konnten, und das immer auch unter uns geblieben ist. Es bleibt nur noch ein Dank in der Erinnerung, aber auch das Vertrauen, dass für ihn das Licht aufgeht, das jede Dunkelheit vertreibt und auch das wir auch zu gehen dürfen. Und ich bitte jetzt den Ottmar, meine Worte noch in Fahrt zu setzen. Ich konnte Wolfgang ins Sterben hinein das Sterbesakrament stellen. Die Plötzlichkeit seines Todes hat mich unmittelbar dann danach erinnert, weit zurück an unsere Zeit, gemeinsame Zeit im Priesterseminar, wo wir Theologie studiert haben, eine spannende Theologie, und wo er sich vor allem konzentriert und interessiert hat für das Alte Testament. Fasziniert war er vor allem vom Buch Genesis, im 12. Kapitel, wo steht, ich lese es vor, wo Gott zu Abraham sagt, zieh weg aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Ein Segen selbst sollst du sein. Und dazu Abraham. Das hat ihn fasziniert, die alten Kommentare, damals neuen Kommentare, Funken, hat er durchgeackert. Und wir haben oft darüber gesprochen, und das war sein Berufungstext. Auch
für seine priesterliche Spiritualität aufzubrechen, gehen und ein Segen zu sein. Er ist nun endgültig aufgebrochen. Liebe Baba, Veronika und Familie, ich wünsche euch von Herzen viel Kraft und allen anderen, die es um die Trauern, aber vor allem euch viel Kraft in dieser schweren Trauer. Aber gerade in dieser Erinnerung an seinen wichtigsten Text in seinem Leben steht, dass er ein Segen ist, auch von dort her, wo er jetzt ist. Es ist schlimm, wir können ihn nicht mehr spüren, sehen, den Körper nicht mehr wahrnehmen. Aber das gelobte Land ist ein Land nicht des Vergessens, sondern ist das Land, von dem aus er uns ein Segen sagt. Für unser Jetzt, für unser Leben, das wir noch vor uns haben. Ein Segen, das er uns winken bleibt, das er unsere Sorgen teilt. Am Ende dort empfängt, wo jetzt ist. Sind Sie die nun Roland Kauber, den Bürgermeister der Stadt Schleswitz? Hochwürdigster Herr Weihbischof, verehrter Domdekan Dr. Hubert Schiebeck, verehrte Geistlichkeit, liebe Andrea mit Familie, liebe Barbara, liebe Monika, verehrte Angehörige, liebe Trauergemeinde, liebe Barbara, wir tauschen uns aus, da war App, per Telefon, im persönlichen Gespräch, und ich habe dann am 22.03. eine WhatsApp bekommen, ja, man schaut neugierig darauf, ja, das teilt uns Barbara mit, und sie schreibt, Wolfgang ist gestorben. Man kann es erst einmal nicht glauben, geschweige denn verstehen, dass Wolfgang nicht mehr unter uns ist. Die Trauer ist erst einmal groß. Und man versucht es zu verstehen. Dann kommen die Erinnerungen. Erinnerungen mit Bildern aus der Vergangenheit. Und man versucht, seine Trauer mit diesen Erlebnissen zu bewältigen. Ich denke, wir alle haben wunderschöne Erinnerungen aus der Zeit mit Wolfgang. Auch ich und meine Familie und viele aus Schleswitz denken gerne an die Zeit zurück, in der Wolfgang seine ersten Kaplanjahre in Schleswitz verbrachte. Und hier fällt mir das Gleichnis vom Sämann ein, in dem wir hören, hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Für mich ist der folgende Textteil: das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, sehr zutreffend auf unseren beliebten und geschätzten Wolfgang. Wir alle, und ich spreche jetzt besonders für all die, die in ihrer Jugendzeit in Schleswitz mit Wolfgang eng verbunden waren, wir sind die Früchte, die aufgegangen sind. Sehr viele dieser damals jungen Menschen sind heute noch in Verbänden, Vereinen, in Kommunalparlamenten und in der Kirche aktiv. Hier hat das Samenkorn, wie im Gleichnis beschrieben, 30, 60 und 100 Mal Frucht getragen. Für uns alle war unser Kaplan Wolfgang Mitzgerl die Person,
die uns begeisterte, die uns mitnahm, die uns ansprach, die wir verstanden, die uns einen Weg auch im Glauben aufzeigte, den wir bis heute nicht verlassen haben. Als junger Mensch ist das einmal kritisch, auch wir waren eine kritische Jugend, auch der Kirche gegenüber. Und oft nur geprägt durch das Elternhaus. Sonntags gehst du in die Kirche, vor dem Essen wird gebetet. Aber naja, es war einfach so. Aber erst durch Wolfgang, durch seine Art und auch durch sein Tun, uns junge Menschen zu begeistern für die Kirche, für die Gesellschaft, das hat uns geprägt ein ganzes Leben lang, bis heute. Wie heißt es in einem Zitat so schön? Du kommst mit nichts auf dieser Welt. Du gehst mit nichts von dieser Welt. Du sollst jedoch goldene Spuren hinterlassen. Wolfgang hat diese Spuren hinterlassen. Und eine besondere Spur ist uns allen noch sehr gut in Erinnerung. Eine Spur, die bis nach Südtirol führte. Für uns Landkinder eigentlich unvorstellbar. Ins Ausland, nach Italien. Wir hatten alle erst den Führerschein. Wir fuhren mit Privatautos. Er hat es gewagt, mit uns diese Fahrten zu machen. 1973 war unsere erste Fahrt nach Südtirol. Das haben wir heuer für den 12. Mai ein Treffen zum 50. Jahrestag dieser Fahrt geplant. Natürlich mit Wolfgang. Leider für ihn zu spät. Wir werden aber trotz aller Trauer zusammenkommen und diesen Tag in Gedenken an ihn verbringen. Und ich bin der festen Überzeugung, er wird bei uns sein. Für uns war dieses Erlebnis, die wir nie vergessen werden. Und auch heute fahren viele von diesen damals jungen Menschen, jetzt als Erwachsene, mit ihren Familien nach Südtirol, auf diesen Kleinstallhof. Und so wurde ich von Agnes und der ganzen Familie vom Kleinstallhof gebeten, ihren letzten Gruß an Wolfgang zu verlesen. Sie schreibt: Lieber Wolfgang, dein Tod macht uns zutiefst betroffen und traurig. Hatten wir doch für dieses Jahr ein ersehntes Wiedersehen geplant. Ein großes vergelt Gott für 50 Jahre und wahre Freundschaft. Für die vielen netten Besuche, Gespräche und Erlebnisse. Ein besonderer Dank für deine Begleitung, deinen Trost und das Gebet für unsere Lieben, die uns vorausgegangen sind. Gott lohne dir all das Gute und schenke dir die ewige Glückseligkeit in deiner neuen Heimat im Himmel. Wir bleiben in Gedanken fest verbunden. Letzte herzliche Grüße aus deinem geliebten Südtirol. Von den Geschwistern Dratter, von Margit Auer und von Maria Taverda mit ihren Familien. Wolfgang, Ruhe nun und Gottes Frieden und das ewige leuchtet dir. Albert Schweitzer hat einmal gesagt, was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, das geht nie verloren. Lieber Wolfgang, das Gute, was du für uns alle getan hast, wird niemals verloren gehen. Lieber Wolfgang, Ruhe und Frieden. Und dir, liebe Barbara, danke euch allen. Meine aufrichtige Alteinnahme. Alles Gute. Thank you.
liebe Angehörige unseres verstorbenen Freundes Wolfgang Witzgall, liebe Frau Alvaro, liebe Frau Monika Oller. Traurig ist, wenn Menschen gehen, Freunde, die uns gut bekannt, wir werden sie jetzt nicht mehr sehen und nicht mehr spüren ihre Hand. Doch sie sind uns vorausgegangen, halten uns die Tore auf, werden einstens uns empfangen, wenn zu End der Lebenslauf. Die Nothelfer Blasmusik trauert und nimmt heute Abschied von ihrem Freund und über Jahrzehnte langen Wegbegleiter Wolfgang Witzgall. Wir, die Nothelfer Blasmusik, wir waren mit Wolfgang verbunden, alljährlich eine Wallfahrt von Schneckenlohe nach Vierzehnheiligen. Beim Wallfahrtsseminar in Vierzehnheiligen mit anschließender Wallfahrt von Vierzehnheiligen nach Vierzehnheiligen. Bei den Veranstaltungen der Männerseelsorge, alljährlich am Heiligen Abend bei der Christmitte auf dem Staffelberg, einige Male ein Ausflug zur Zugspitze und dort Gottesdienst auf Bayerns höchstem Berg und dann unter anderem einmalig 100 Jahre Patrona Bavaria in München 2017 nach dem Motto mit Maria auf dem Weg. Das waren Traditionen und Gemeinsamkeiten, die uns immer und stets in Erinnerung bleiben werden und von wahrer Freundschaft bezeugen, und dies über Jahrzehnte hinweg. Liebe Trauergemeinde, die Nothelfer Blasmusik sagt Danke für diese Freundschaft und Verbundenheit mit Wolfgang über eine so lange Zeit. Wir sagen auch Dank für seine freudige Verkündung des Evangeliums und für seinen unermüdlichen Dienst an den Menschen, um die Hoffnung Gottes in diese unruhige Welt zu bringen. Eine Polka von Ernst Mosch hat den schönen Text: Blumengrüße sind doch mit Liebe geschenkt. Sie zeigen dir, wer an dich denkt. In lieber Erinnerung, Wolfgang, deine Ruhe in Frieden, deine Nothelfer Blasmusik. Bei mir ein Wallfahrervertreter aus Vierzehnheiligen angemeldet. Wenn er nicht da ist, dann bitte ich unseren Altlandrat Dr. Schmier Denzler nach vorne für seine Nachricht.
hochwürdige Geistlichkeit, liebe Angehörige, liebe Monika Kohler, liebe Frau und Herr Mann, verehrte Frau und Herr Mann. Die bayerischen Männergemeinschaften mit über 5000 Mitgliedern stehen hier am Grab von Monsignore Wolfgang Hitzfeld. Wir sind in tiefer Trauer und nehmen Abschied von unserem langjährigen Landespräses, der für uns alle völlig überraschend gestorben ist. Erst vor wenigen Tagen saßen wir beieinander und Wolfgang war voller Zuversicht, seine Krankheit überwunden zu haben. Und wir waren beide davon überzeugt, beide als Ruheständler, dass noch viele positive Begegnungen vor uns liegen. Aber der Mensch lebt und Gott lebt. Am 26. Juni des letzten Jahres durfte ich hier in dieser Kirche St. Otto anlässlich seines folgenden Priesterjubiläums als Landesvorsitzender der katholischen Männergemeinde in Bayern ein Grußwort sprechen. In Wolfgang Hitzfeld im Jahr 2000 erstmals begegnet, als er als Nachfolger von Domkapitular Hans Wick zu unserem neuen Landespräses bestellt wurde. 22 Jahre haben wir eng zusammengearbeitet. Und er hat sich intensiv seelsorgerisch um unsere 50-Jährige gekümmert. Er hat draußen vor Ort hat Gottesdienste gehalten und den Kontakt zu den Diözesan-Seelsorgern intensiv gepflegt. Wir haben ja schon in den verschiedenen Nachrufen gehört, dass Monsignor Hitzfeld ein vielseitig interessierter Mensch war. Jugendseelsorger, Lehrpfarrer, Direktor unserer Bindungshäuser in 14 Heiligen, Pilgerseelsorger, Männerseelsorger. Er ist ausgezeichnet worden mit der Verdienstmedaille des Erzbistums Bamberg. Er hat das Goldene Verdienstkreuz mit Lorbeerkranz, die höchsten Auszeichnungen unseres Landesverbandes erhalten. Und er wurde anlässlich seiner Verabschiedung zum Ehrenpräses unseres Landesverbandes ernannt. Er war darüber hinaus 15 Jahre lang auch auf Landesebene hoch engagiert im Vorstand der Gemeinschaft der katholischen Männer Deutschlands. Er war Berater in der von den deutschen Bischöfen getragenen Stelle für Männer und er hat all diese Aufgaben mit großem Engagement und mit hervorragendem Einsatz erfüllt. Und er war eigentlich immer da, wenn man ihn gebraucht hat und man musste ihn nicht betteln. Das ist etwas sehr Wohltuendes, wenn man im Ehrenamt sich engagiert und Menschen zur Seite hat, die einen unterstützen und die einen mittragen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich, lieber Wolfgang, bedanken für alles, was du in der Männerseelsorge in ganz Bayern und im katholischen Männerverein Bayerns geleistet hast. Wir werden dir ein ehrendes Gedenken bewahren. Lieber Wolfgang, Ruhe. Liebe Damen und Herren Angehörige, liebe Barbara Mohr, liebe Moni Goller, liebe Schwestern und Brüder hier aus dem Verein, aus dem Seelsorgebereich, aus dem Dekanat, liebe Mitbrüder. Ich blicke zurück auf die letzten Jahre
und Monsignore Frank Witzgall hier. Und auch noch ein wenig weiter in der Zeit meiner Vorgänger. Als er hierher kam und hierher gezogen ist, sein Büro hier hatte und dann auch ganz selbstverständlich mitgeholfen hat, in dem Verein, damals im Seelsorgebereich Steinach, Rodach, Main und in den Vereinen Markreiz, in Lettenreuth, wo er im letzten Jahr besonders gerne war. Vielleicht hat sie ihn besonders an 14 Heiligen erinnert, diese kleine Küche in Gottes Wohnzimmer. Auch in Lettitz war und besonders hier in Schneckenloh in seiner Kirche. Manche haben gefragt, warum die Beerdigung hier in der Kirche des Regens, es kommen doch so viele. Warum nicht in Markreiz oder in 14 Heiligen? Weil er sich so gewünscht hat. Weil er verbunden war mit dieser Kirche, St. Otto. Ich erinnere mich an das 60-jährige Jubiläum, als er hier Bilder gezeigt hat, viel erzählt hat dazu, zur Geschichte dieser Kirche. Und verbunden war mit den Menschen, gelebt hat mit den Menschen. Ein bodenständiger Priester, der dem Volk aufs Maul geschaut hat, in seiner fränkischen, oberfränkischen Art gepredigt hat, und doch auch tief theologisch überzeugt war von dem, was er sagte und was ihm die Menschen auch abnahmen. Ich sage Dank für seine Dienste auch im Namen meiner Vorgänger hier in Schneckenloh in der Pfarrei Markreiz und darüber hinaus für deine Dienste, für deine Bereitschaft, für deine freundliche und mitbrüderliche Art, für deine Selbstverständlichkeit. Dienst zu tun, Gottesdienst zu feiern. Ich sage Dank, wie wir gesungen haben. Nun danken alle Gott am Ende eines irdischen Lebens, eines Priesters, der sich eingesetzt hat für die Menschen, der immer nahe sein wollte. Ich sage Dank, auch im Namen der Pfarreien, der Menschen hier, die ihn erleben durften. Deine Heimatgemeinde Schneckenloh. Ich sage dann, schließe mit einem, was sicherlich auch aus seinem Munde hätte kommen können. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Sei mit euch und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und du hast bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist. Amen.
Abschied von unserem Bruder Wolfgang. Wir tun dies im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus nehme ihn auf. Er hat ihn erlöst. Er stehe für ihn ein beim Vater. Christus leuchte ihm als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Übergeben den Leib der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder Wolfgang zum Leben auferwecken. In der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in deiner Taufe begonnen hat. Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Auferstehung und Heil. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Musik.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, Gott, jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Lasst uns beten für unseren Bruder Wolfgang, für alle unsere verstorbenen Angehörigen und für alle Toten. Gott, Vater des Erbarmens, schenke ihnen Vergebung und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir beten auch für jene, die um unseren verstorbenen Mitbruder Wolfgang trauern. Gott, spende allen Trostes, tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, erhöre uns. Festige ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selber und alle Lebenden, besonders für den Menschen aus unserer Mitte, der als erster dem Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Gott, Herr des Lebens, gib, dass wir dich suchen und umkehren zu dir. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii vivere, a te suspiramus, in mentes et flentes, in hac lacrimarum. Ea ergo, advocata nostra, filos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesu, benedictum fructu ventris tui, nobis ors officinium ostende. Thank you.
Ist entstanden, wo freut euch Christen. Er erhebt aus seinem Grabe sich und lebt, lebt er geschehrt nicht mehr. Preise, Dank und Halleluja, Halleluja, Halleluja.